Nordderby-Zeit in der deutschen Eishockeyliga am 41. Spieltag. Die Fischtown-Pinguinen spielen gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Und für Pavel Groß ist das das erste Spiel nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu den Adlern aus Mannheim im kommenden Sommer. Beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier, schnörkellos und vor allen Dingen mit viel, viel Tempo. Die Fischtown-Pinguins wollen aufbauen, verlieren allerdings dann in der neutralen Zone den Puck. Erste Möglichkeit in diesem Spiel für die Wolfsburger Alexander Weiß. Nach links rüber gespielt und da steht Fabio Pohl. Und der erzielt nach 3 Minuten die schnelle Führung für die Grizzlies aus Wolfsburg. Schön gemacht, Weiß mit dem Auge für seinen Nebenmann Fabio Pohl mit seinem 2. Saisontor 1:0. Das war so richtig nach dem Geschmack von Trainer Pavel Groß. Auswärtsführung in Bremerhaven. Den Fans schmeckte trotz des Rückstands hier in Bremerhaven die Currywurst. Und Bremerhaven wurde im 2. Abschnitt stärker, zielstrebiger. Sie kommen vor das Tor von Jerry Kuhn und gleich sehen wir Mike Köffel mit einer Riesenmöglichkeit. Da steht er im Slot in der Mittelstürmerposition, scheitert allerdings an Jerry Kuhn. Höffel macht alles richtig, ist da vollkommen ungedeckt, bekommt die Scheibe allerdings nicht unter. Dann ein leichter Abwehrfehler der Wolfsburger. Krupp kann die Scheibe nicht sichern und die Bremerhavener kommen über Mike Moore zu einer Schussmöglichkeit. Vorbei an Freund und Feind, schlägt die Scheibe ein, 1:1. Der Ausgleich etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt, etwas aus dem Nichts kommend in der 29. Minute. Mike Moore zieht ab, trifft erst Sherrow, dann auch noch Krupp, der abfälscht. Kuhn hat da keine Abwehrmöglichkeit. Es steht 1:1. Und dann müssen wir Ende des 2. Drittels ganz genau hinschauen. Die Scheibe kommt gleich auf die linke Seite zu Fabio Pohl. Der zieht ab und die Schiedsrichter pfeifen Torraum abseits. Was aber keiner gesehen hat, der Puck schlug durchs Netz. Das Torraum abseits äußerst strittig, aber ganz eindeutig, die Scheibe schlägt durchs Netz. Ein klares Tor, oder Fabio Pohl? Ah, das ist gut zu wissen, aber ich habe in der Kabine noch drüber gelacht, weil der Voxi hat dasselbe gesagt, weil der Gerrit schon beim Warm-up durchgeschossen hat, aber gut, wäre sowieso Torraum abseits gewesen. Im letzten Drittel die Fischtown-Pinguins mit mehr Zug zum Tor. Wolfsburg ließ den Biss, die Konsequenz vermissen. Riesenmöglichkeit für Jan Urbas. Getummel vor dem Wolfsburger Kasten. Und da müssen wir gleich noch mal genauer hinschauen. Schöne Bewegung von Jan Urbas. Und dann der Abschluss und die Scheibe, sie bleibt auf der Torlinie liegen. Wird dann in letzter Sekunde geklärt. Bremerhaven macht das Spiel, Wolfsburg reagiert nur noch, kommt nicht mehr so richtig in die Kufe. Wieder Urbas, ein schöner Move, schleicht sich weg von seinem Gegenspieler und aus Spitzenwinkel in der 47. Minute das 2:1 für die Fischtown-Pinguins. Der Slowene mit seinem 17. Saisontor. Urbas nimmt Maß, Kuhn ohne Abwehrmöglichkeit. Bremerhaven weiter sehr, sehr torhungrig. 2-auf-1 Angriff, Chet Nering über links, rechts wartet Chris Newberry und der macht das 3:1 in der 53. Minute. Wolfsburg wird ausgekontert. Schöner Pass von Nering auf Newberry. Yeah, I mean, we're playing good right now, it's 3 in a row, so... We can enjoy this for a bit and then move on till Sunday. Ja, ich glaube, das war ein sehr intensives Spiel heute, über 40 Minuten. Und ja, in den letzten 20 Minuten, ich meine, die Bremerhavener haben immer wieder auf ihre Kontermöglichkeiten gewartet und versucht, unsere Fehler auszunutzen. Und das haben sie in den letzten 20 Minuten gemacht und dann somit auch verdient gewonnen. Chris Newberry fasst es für die Fischtown-Pinguins perfekt zusammen. 3 Siege geholt aus den letzten 3 Spielen, 9 Punkte. Die Fischtown-Pinguins sind eindeutig auf Playoff-Kurs.